7 Tore in den letzten 4 Spielen. Fabian Eisele in bestechender Form, 21 Saisontreffer. Insgesamt führt damit neben Jamal Ziane von Lok Leipzig und Christian Beck vom BFC die Torjägerliste an. Am Ende der Saison will er ganz oben stehen. Karlsruher Jena möchte zumindest noch den 2. Platz sichern in der Liga. Heute musste dafür Tennis Borussia Berlin besiegt werden und sie legten gut los. 10 Minuten gespielt. Maximilian Kraus macht das richtig gut, setzt sich durch und hat das Auge für den freistehenden Mitspieler Justin Schau. 1:0 Jena. Die Hälfte des Treffers geht auf Maximilian Kraus. Tolle Vorarbeit und das Auge für Justin Schau. Der trifft zum 2. Mal in dieser Saison. Das letzte Mal Ende August vergangenen Jahres gegen Babelsberg. Keine 2 Minuten später TB mit einem Freistoß und dann ähnliche Situation. Jena hinten raus und zwar blitzschnell Maximilian Österhelwig. Auch der verzögert, weil er auf den Mitspieler wartet. Maximilian Wolfram. Aber Jens Fikisi im Tor hat aufgepasst. Kein 2. Jenaer Treffer. TB wacht auch langsam auf, kommt über Mongjö. Und siehe kam der Ball in der Mitte, bringt noch keine Gefahr. Aber Tasin Çakmak geht nach und dann ist der Ball im Netz. Ruben Alexandre Figueiredo Soares Travassos lautet der klangvolle Name. Der Portugiese mit dem Ausgleich für TB, sein 3. Saisontreffer. Burim Halili kann da nicht mehr entscheidend eingreifen, Lukas Sedlak geschlagen. Die erste Halbzeit machte richtig Spaß, von beiden Mannschaften war was zu sehen. Jetzt wieder Jena mit Kraus und der auf Fabian Eisele und der macht, was er am besten kann, nämlich treffen. Es geht bei Jena in den letzten Wochen einfach nicht ohne ein Eisele-Tor. Nummer 22 für ihn in dieser Spielzeit. Perfekt in die lange Ecke gelegt von Fabian Eisele. 8 Minuten später, Ecke, Tennis Borussia. Und jetzt wurde es richtig wild. Der Ball am Pfosten und Bilbia im Nachsetzen. Da war ordentlich was los vom Jenaer Gehäuse. Bilbia und Siakam verpassen beide. Es wäre das erste Saisontor für Bilbia gewesen hier im Nachsetzen. Vorher an den Pfosten wird der Ball von Bürger gelenkt. Also Riesenglück für Jena, fast das Eigentor. Entsprechend zur Halbzeit dann auch dank dem Topfosten das 2:1 für den FC Carl Zeiss Jena. Zweite Halbzeit, Jena wieder mit mehr Druck. Der Ball kommt zu Maximilian Wolfram, der hat viel Platz, entscheidet sich aber für den Querpass zum freistehenden Maximilian Österhelwig. Den kann man durchaus auch mal aufs Tor bringen, Österhelwig wird ja den Verein zum Saisonende verlassen. Aber er sollte gleich nochmal die Gelegenheit zum Torerfolg kommen, denn wieder verliert Tennis Borussia den Ball im Angriffsspiel und diesmal Maximilian Kraus zu Österhelwig, der wieder mit Platz, aber links vorbei. Es soll nicht sein für den Mann mit der Nummer 7 auf dem Rücken, Daumen hoch. Trotzdem auch für die Atmosphäre im Stadion, fast 3300 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld, tolle Atmosphäre. Auf dem Platz beruhigte sich das Geschehen danach weitgehend. 89. Minute läuft schon TB nochmal auf der Suche nach dem Ausgleichstreffer. Und der wäre, so ehrlich muss man sein, über das Spiel gesehen verdient. Çakmak zu Junge Abiol im Duell gegen Striezel. Ob Flanke oder Schuss, der Ball wird abgeblockt von Striezel. Keine Torgefahr mehr. Es bleibt am Ende beim 1:2 aus Gästesicht. TB verliert in Jena. Und ist jetzt das 8. Spiel in Folge ohne Sieg. Ist egal. Also im Endeffekt ist es so, dass wir heute die beste Mannschaft waren. Von erster Halbzeit und zweiter Halbzeit. Wir waren aktiv, wir haben uns Chancen rausgespielt. Wir haben wieder leider die Qualität am Ende vielleicht nicht. Dieser Killerinstinkt, wo man auch mal eine Chance reinmachen muss. Und war ja auf der Linie gerettet. Dann doch frei vom Tor gewesen. Und wenn wir die halt nicht machen, dann in Jena, brauchen wir uns nicht beschweren. Aber ich habe trotzdem ein sehr gutes Auswärtsspiel gesehen von uns und
Also ein Punkt war locker verdient gewesen. Wir wollten den Dreier hier behalten, das ist uns gelungen. Deswegen sind wir froh und genießen jetzt den restlichen Tag. Aber spielerisch TB schon wenigstens auf Augenhöhe, müssen Sie sich eingestehen, oder? Ja, muss man sagen. Haben sie uns schwer gemacht, haben es in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt, haben die Räume etwas enger gemacht und wollten umschalten. Konterfahren hätten wir das ein oder andere Tor noch machen können, wenn nicht sogar müssen. Und erste Halbzeit haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, gerade im Zentrum Zugriff zu bekommen. Und haben gute Kicker in eigenen Reihen, das wussten wir. Kommen ja auch hierher, spielen befreit auf, wollen das natürlich auch genießen, hier in so einem Stadion zu spielen. Deswegen wussten wir um die Schwere der Aufgabe. TB, muss man auch immer sagen, hat es gut gemacht. Haben uns vor ein paar Aufgaben gestellt, die konnten wir am Anfang nicht so gut lösen. Haben gewusst, dass wir aber in Unschaltmomenten unsere Chancen bekommen. Die haben wir dann noch gehabt. Können es dann teilweise auch mit 3-1 oder vielleicht auch 4-1 ein bisschen deutlicher machen. Aber man muss sagen, TB hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und demzufolge war es schwer, ja. Nichtsdestotrotz der gelungene Heimabschluss für Jena und Platz 2 verteidigt. Nächste Woche noch Fürstenwalde, bevor dann das Landespokalfinale gegen Meuselwitz ansteht. Tennis Borussia empfängt zum Heim- und Saisonabschluss nächste Woche den VfB Auerbach.